Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen The Long Dark, die dritte Episode. Astrid ist jetzt gerade in dem Haus, das wir uns als unser Haus, also als ihr Haus, einfach genommen haben. Im Grunde genommen sind die Häuser ja hier alle leer. Das ist, glaube ich, das einzige Haus, was noch einigermaßen intakt ist, abgesehen vom Gemeindezentrum, stimmt's? Ja. Und da hat sie sich eingerichtet, häuslich niedergelassen. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Ich meine, wir haben zwar keinen Werktisch, aber wir haben den Herd und Kühlschrank und alles, was man so braucht. Genau. Und sie hat jede Menge Aufträge bekommen. Ja, ich habe vor, einen Gewaltmarsch zu machen. Ups. Und zwar hier die Straße entlang. Hier immer weiter hoch, dann hier in die Höhle, Aha. das Vorratsluken, die Vorratsluke, den Bunker hier plündern. Schon lustig, wie es da so steht. Vorratslukenplünderung. Da hat man erstmal ein Ja, bisschen Probleme, das überhaupt zu, das zu hat mich bestehen. auch gerade ins Stottern Ja, gebracht. Ich gut, dachte okay. am Bunker und dann dieses komische Wort. Ja, und dann hier übers Flugzeug. Da haben wir ja noch jede Menge Futter. Und wir müssen ja 16.000 Kalorien abliefern. Und dann hier, wie gehabt, wieder runter. Und hier ist noch ein Verletzter. Verletzter, bist du da Ja, sicher? so ein. Oder ein Toter oder was? Ja, Auf jeden einer. Fall. Ein Ja, in der Vermisster, Sturm. Da musst du ja vor allen Dingen Überlebender. auch dran denken. Ja, Ach, und suche die dann vermissten hier. Überlebenden. Die haben wohl überlebt, wenn es Ja, hier steht. und dann da und dann hier abliefern. Also haben wir eine ordentliche Strecke vor Und das uns. bei Sturm möglicherweise. Na, im Moment sieht es ja richtig freundlich Ja, aus. wie Also die viele Wochen hast du Temperatur. dir eingeplant? Wie viele Wochen wirst du unterwegs sein? Ich hoffe, ich schaffe es an einem Tag bis zur Höhle. Hast du auch eine Waffe? Hast du oder hast du, was weiß ich, Ja, hier irgendeine? ich habe die Pistole. Aha. Ich habe noch ein paar extra Fackeln, könnte ich eigentlich in die Hand nehmen. Ja. Mal testen, wie gut diese sind. Also in dem ersten Spiel waren Magnesiumfackeln ja sehr wohl ganz Ja, gut ganz hilfreich, ja. zur Verteidigung da. Ne? Ich meine, das heißt Verteidigung. Damit hast du sie ganz schön abschrecken können, die Wölfe auch. Guck mal, die Häuser haben wir uns noch gar nicht Nö, die haben wir noch nicht angeguckt. gesehen. Das müssen wir auch Aber das noch ist machen. verrammelt, dieses Also Haus. das ist verrammelt und das sieht nicht verrammelt aus. Aber damit halten wir uns jetzt nicht auf. Wir Das sind ja ist auch ja nicht weit gleich weg, vor der genau. Haustür. Da Ja, können wir genau. ja jederzeit schnell mal rüberspringen. Gut. Weil es ist ja noch relativ früh, wie man sieht. Also wenn du die vermissten Überlebenden zurückbringen sollst, dann kannst du die sowieso immer nur einzeln zurückbringen. Du kannst ja nicht drei auf einmal schleppen. Nee, Weil, also wenn die noch leben, was wir ja auch nicht das wissen. schafft sie nicht. Wenn sie nicht leben, gut, dann musst du halt den Pass holen. Ja. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich meine, die haben ja Ich habe keine doch richtige gerade Uhr, aber geguckt, hier, ja, frühmorgens. habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Es ist zwar Ist eine schon gute etwas heller wie hell, Zeit. gerade hell geworden, aber ich musste auch die Klamotten alle auf Vordermann bringen. Wir sind jetzt bei 20 Grad. Dann habe ich auch noch ein bisschen extra Sachen zum Heizen eingesteckt, weil ich mir dachte, na, wer weiß, wie lange das dauert, wie lange wir unterwegs Natürlich sind bist du da und wie lange viel wir unterwegs. unterwegs finden. Wir haben ja immer noch kein Beil, Ja. damit wir Äste klein machen könnten. Stimmt. Im Augenblick sind wir noch aufs Sammeln angewiesen. Ja, Also ich meine, da fällt es eben kleine Stücke sammeln. beziehungsweise kleine Ästchen mit Messer zerhacken, das ist mühsam, dauert lang und bringt nicht viel. Also hier sind wir ja jetzt deutlich auf einer Straße. Was Ja, ist denn die das hier Straße. für ein Zeichen? No trespassing? Ja. No trespassing. Mining Road. Mining Road. Na gut, da Ja, wollen wir die jetzt werden wir hin. uns auch mal angucken Natürlich, aber nicht müssen. jetzt.
bei Gelegenheit. Du spielst ja nebenbei noch in dem Survival-Modus, oder? Ja. Das ist eine Art Survival-Game. Ja, bin ich gerade verstorben. Aha. Lief eigentlich ganz gut, aber dann war ich so verwegen und bin über den See gelaufen. Du bist eingebrochen. Und da bin ich eingebrochen. Aha. So, ich vermute, wir müssen hier links. Gucken wir mal auf die Karte. Ja. Ja. Da ist ja ein Auto. Ah, das garantiert wieder nichts drin. Gleich mal angucken. Aber egal, müssen wir uns anschauen. Aber gucken muss man immer. Mhm. Vielleicht hat einer zufällig ein Beil da drin. Tja, schön wär's. So, steck die Fackel weg, sonst mache ich die aus Versehen noch an. Und so viele haben wir gar nicht. Leer. Leer, dafür der ganze Aufwand. Ja. Tja. Oh, da ist was, ich sehe schon. Da ist nur eine Zeitung. Nur die, weiß ich nicht, brauchen wir vielleicht jetzt nicht mit. Aber da auch vorne hätte ist, ja glaube was ich, noch drunter liegen anders. Können. Vorne ist ein Riegel, ja, oder sowas. Genau. Ein Riegel. Müsli-Riegel. Frisch. Der ist frisch. Leer. Leer. Natürlich leer. Was denn sonst? Man, hier könnten ja irgendwelche Nachrichten drinstecken. Ja, ja. Aber haben wir bisher noch keine gefunden. Hast du den Ding vorne aufgemacht, den Koffer? Nein, habe ich nicht. Dann machst du. Danke. Sonst gucke ich nächstes Mal wieder rein. Das ist rein. Ja, die Motorhaube, die du aufmachst. Ja, ja. Genau. Okay. Ist doch hilfreich. Mhm. So, du sagst, die Straße ist so schön frei. Naja, geht so. Naja, es ist auf jeden Fall nur zum Teil. Oh, jetzt teilweise war die Straße doch. Kommt immer drauf an, wahrscheinlich wie viel dem Wind ausgesetzt ist. Wird wahrscheinlich vom Wind dann irgendwo leer geräumt. Ja, ja, oder eben zu. Ja, oder eben zu. Meter hoch zugeweht. Hier kommen Hütten. Ja. Mal sehen, sind irgendwie. Da ist auch ein Wolf. Ach nee. Kannst du mal speichern, bevor du dich mit dem anlegst. Ach, immer diese blöden Viecher. Wir werden ja sehen. Hast du gespeichert? Mal gucken, wie sieht. Ja, wir können kaum ausweichen. Wir könnten höchstens hinten. Wir müssen es ausprobieren. Aber ich würde speichern, bevor du das hier ausweist, weil du jetzt nicht genau weißt, ob das klappt oder nicht. Wenn es halt nicht klappt, dann Pech. Wenn irgendwo Häuser sind, dann sind meistens auch Wölfe in der Nähe. Ja. Dabei werden die Mülleimer hier bestimmt schon lange nicht mehr gefüllt. Ja, ja, weiter ausweichen kann ich hier einmal nicht. Gelernt, immer gelernt. Nee, nee, das wirst du nicht schaffen. Jetzt hast du schon die Musik. Ja, du ja. kannst dir nicht ausweichen. Du kannst halt nur hoffen, dass du das mit diesen Dingern hier auch schaffst. Werfen. Nix. Nein. Hat überhaupt nichts genützt. Ja, ja, dann musst du die Pistole nehmen. Leiden. Oh je, das ist jetzt natürlich. Gut, dass wir. Nee, das bringt nichts. Nee, bringt gar nichts. Nein. Mist. Pistole. Wo ist er? Da ja, ist schieß. Er. Haut ab, ihr Mistvieher. Ja, das wissen wir jetzt. Die Roten nützen gar nichts. Schießen. Mann. Lassen sich einfach nicht beeindrucken von der Pistole, ja? Naja, von der Pistole doch schon. Aber wenn sie so nah ran sind, dann sind sie ganz wild drauf, dich wirklich jetzt zu fressen. Und du bist ja jetzt schon, blutest ja. Nee, das nützt nichts. Gleich habe ich keine Munition mehr. Nee. Ich bin sowieso leer geschossen. Ja. Naja, gut, das müssen wir aber wissen. Noch 4 Patronen. Hau ab. Aber die sind immer noch da. Der andere ist noch irgendwo. I can't get some help. Ja, du brauchst Hilfe, aber. Ja. Aber hier ist es das nicht. Das ist eine Ruine. Mist.
Wir sind noch da, aufpassen. Wir sind noch nicht weg. Wo ist er denn? Ja, da ist er. Mann. Oh. Scheißvieh. Der gibt nicht auf. Nee, wenn wir jetzt auch keine Munition mehr haben, ist sowieso... Das sind alles nur Ruinen hier. Ja. Na. Wenn ich umgucke. Na, ich sag doch, der beißt dich. Das war's. So. Du bist verblutet. Toll. Also, das haben wir uns mal gezeigt, wie es mit diesen Magnesium-Dingern geht. Das muss man ja auch wissen. Okay. Wir wissen, Magnesium-Fackeln helfen nicht mehr. Nee. Du wirst jetzt von vornherein deine Pistole nehmen müssen. Ja, das... Dann tu das mal. Warum friert sie jetzt? Ja, weil sie friert. Weißt doch, die ist verfroren. Ich dachte, vorhin hätte sie nicht gefroren. Wäre sie nicht, also... Doch, vorher hat sie auch schon... Ja, da habe ich sie nicht so zittern gehört. Ja. Hast nicht ernst genommen. Ja, da ist er. Darfst du nicht so nah rankommen müssen. Ja, ich kann nicht ausweichen. Ich habe hier die Berge und ja, ich habe da die Berge. Ich komme hier gar nicht rechts oder links weg. Tja. Dann hättest du doch erstmal den anderen Weg nehmen sollen. Tja. Wie war das? Hinterher ist man immer schlauer. Ja, der läuft da hinten lang. Hier sehe ich keinen. Ach, jetzt kommt er wieder hierher. Ah ja, das sind sowieso immer mehr. Wenigstens 3 Wölfe sind es eigentlich immer. Aber vorhin war ich ja auch hier. Ausweichen kannst, das ist halt... Also irgendwie kann man schon mal davon ausgehen, dass sie immer da sind, wo auch Häuser sind. Bisher war das so. Jetzt kommt die Musik, jetzt kannst du ihr auch gar nicht mehr ausweichen im Grunde. Nee. Jetzt kannst du eigentlich nur noch sie versuchen zu verjagen. Ja, das war jetzt... Keine Ahnung, ob es was war. Halt, da ist der Nächste. So. Das ist in der Kleidung. Das ist der Nächste. Hey, schieß! Könnt vor lachen. Ja, toll. Ganz. Ich weiß ja nicht, du schießt irgendwo so in die Luft. Aber vielleicht hilft das. Ich habe keine Ahnung. Möglicherweise ja, aber irgendeiner ist da. Er kommt. Schieß! Auf den Baum, aber egal. Habe ich den Baum erschossen? Es macht nichts. Du musst sie ja nur verjagen eigentlich. Ich glaube, töten kannst du sowieso nicht, aber es sind noch welche da, die kommen wieder. Ja, ja. Mann. Das hat unglaublich viel Munition. So viel Munition gibt es doch gar nicht. Ja, schieß. Schieß. Noch mindestens einmal. Ja, ich hab den doch einmal. Nicht etwa aus Versehen getroffen. Es ist egal. Solange das Ding hier noch ist, kommt er noch mal. Oder ein anderer. Halt, wo hören wir ihn? Guck umdrehen, nein. Vorne, hinter dir, wo auch immer. Da ist er. Schieß, schieß. Das war's, er war und ist weg. So, du kannst immer ein ganzes Magazin leer schießen. Ja, für diese ich habe jetzt noch eine Patrone. Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass ganz wir unterwegs erstmal keinen mehr treffen. Mann, habe ich da drin den Ofen gesehen? Vielleicht. Wenn du einen gesehen hast, dann wäre es schön. Dann könnte man nämlich ein Feuer anmachen. Das brauchtest du auch. Aber hier ist nur noch Feuerholz. Ein Kohlebehälter. Well, this stuff will come in handy. Ja, auf jeden Fall. Also kannst du irgendwo ein Feuer anmachen auch vielleicht. Ja klar, mache ich auch. Mhm. Och, hier liegt jede Menge Heizmaterial rum. Ja, Holzofen. Kohle kann man da nicht reinpacken, aber Holz. So. Zunderbündel, Zeitung. Buch, jawohl. So. Ich brauche doch gar keine Zunderbündel zu machen. Die Zeitung ist genauso gut. Ja, klar. Brauche ich die ja nicht verarbeiten.
Das ist mein Lieblingswort. Unnütze Energieverschwendung. Ach, diese Wölfe, die schaffen mich. Ja, aber ich glaube, du wirst dich dran gewöhnen. Du kannst genau gucken. Ja, wie. Naja. Aber man muss halt, glaube ich, auch die richtige Entfernung irgendwie einhalten. Wenn sie mal deine halt zu nahe dran sind, dann bringt es nichts mehr. Kaffee. Ja, Kaffee. Hier auch. Ich hoffe, du hast genug Trinkwasser dabei. Tee. Ich habe, glaube ich, ganz gut mitgenommen. Ja, gut. So. Trinken. Kann sie sowieso brauchen. Mhm. Trinken. So, eine Dose nimmst du auf jeden Fall wieder mit, ne? Mhm. Ja, beide. Ja, gut. Ich habe ja beide Dosen benutzt. Temperatur und steigt. Ja, sie ist wieder voll. Erschöpfung verringert, sieht gut aus. Ja. Okay, und hier ist sie auch sehr ruhig. Ja, dann können wir weiterlaufen. Ja. Gehst du in die richtige Richtung? So, ja. Ich habe nur mal eine Patrone, die bringt's nicht. Nee. Du hast noch eine von diesen Fackeln. Ja, viele Leuchtpatronen haben wir auch nicht gerade. Eine einzige Fackel haben wir noch von den blauen. Ja. Ist ja die einzige, die hilft. So, jetzt hast du trotzdem erstmal mit dem Ding hier rum. Gut. Da musst du aber dran denken, dass du die Fackel dann schnell umtauscht. Also schnell umtauscht zur Fackel dann. Ja. Also tauscht. Laufe ich in die richtige Richtung? Ja. Oh, so, wir haben ganz schön lang. Aber du hast dir einen langen Weg ausgesucht. Das kann man ja nicht anders sagen. Dein Weg ist ziemlich ambitioniert. Ja. Liegt hier irgendwas? Nee, ist nur ein Stein. Also wenn wir noch Heizmaterial fürs Gemeindehaus brauchen, wissen wir, hier liegt noch einiges an Kohle in dem Behälter. Die habe ich ja drin gelassen. Ja, ist gut. Hat ja keinen Sinn, sich damit zu beschweren, wenn man weiß, dass man noch einen weiten Weg vor sich hat. Und es ist ja nicht so weit weg vom Gemeindezentrum. Genau. Das ist ja locker in einem weniger wie in einem halben Tag. Wir müssen auf jeden Tag Fall die Vermissten finden, bevor der Sturm kommt. Also deswegen kann ich nur hoffen, dass dein Plan aufgeht. Keiner weiß, wie lange das dauert, bis der kommt. Mhm. Eigentlich wollte ich ja noch früher aufbrechen. Aber da hat es ordentlich gestürmt. So. Aber zum Glück dann nachgelassen. Naja, also hier sieht man nicht mehr allzu viel von der Straße. Nee. Du kannst ja wieder mal auf die Karte gucken, wenn du dir undicher bist. Aber ich denke mir schon, dass hier noch die Straße ist. Das sieht man hier ganz deutlich am Gelände. Genau. Die Straße kann nur hier zwischen den Felsen durchgehen. Genau. Sag nicht, da hinten sind schon wieder Wölfe. Wenn da Häuser sind, sind da auch Wölfe. Nee. War kein Wolf. Ich sehe schon Gespenster. Richtig. Kleine Wolfs- Alps. Paranoia. Was sagst du? Kleine Albträume. Ja, ja. Dass die sich aber auch nicht beeindrucken lassen von Pistolenschüssen. Das muss genau in der richtigen Entfernung sein. Die müssen weit genug weg und nah genug sein. Wo lernst du das? Das Spiel zu Ende, hast du es gelernt. Meinst du, ich lerne das jemals? Ja. Ich glaube, wir sind an der Brücke, wo wir uns dann rechts in den Wald schlagen müssen. Dann guck lieber auf die Karte. Ja, ja, mache ich ja gleich. Hier können wir sowieso nicht rechts weg. Oh, hier ist schon wieder so eine Hütte. Guck mal, ist eine Hütte. Wo eine Hütte ist, ist auch ein Wolf. Hallo Wölfe, wo seid ihr? Aber wir müssen dann auch die Musik hören. Mal den Wolf nicht an die Wand. Ich hänge ihn gleich an die Wand. Ich mag Wölfe eigentlich, aber natürlich nicht, wenn sie mir als
hungrige Feinde gegenüber treten. Ja, wenn sie uns an den eigenen Schinken geht, dann mögen wir sie nicht mehr so richtig. Hier, wir haben hier eine Menge Sachen. Guck mal, was ist also das schimmeliges denn? Hundefutter. Hundefutter. Wer will das essen? Können wir ja den Wölfen geben. Schmeiße ihnen noch mal das Hundefutter an den Kopf. Sag mal, ist das Sachen, die wir da hier liegen lassen haben? Waren wir hier schon mal drin? Kommt mir bekannt vor, aber wir haben ja schon mal so eine Hütte gesehen. So. Ich meine, solche Hütten gibt es wahrscheinlich einige. Na, hier in dieser Hütte waren wir wohl noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir schon mal hier waren. Nee, wir würden die Sachen doch nicht draußen vor der Tür lassen, oder doch? Niemals. Nee, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Na, viel zu holen ist hier ja wohl nicht, hä? Na? Nee, komm ich nicht ran. Das sieht aus, als würde hier was drin Erschöpfung liegen, tut's aber nicht. Abgelaufen, Erschöpfung verringert. Ja, ach so. Kaffee. Ist Kaffee und Tee sind jetzt die hier. Die Wirkung vom Kaffee. Abgelaufen, Temperatur steigt. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Da waren wir doch schon, oder? Der ist leer. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht, aber das ich weiß, dass wir irgendwo fast mal waren. Aus. Wo auch so Metallbehälter waren und diese ganzen Schubladen ja, hier. Ja, die Schubladen sind leer. Vergiss ja, und es. Diese Sachen, die du jetzt wieder aufgehoben hast, die haben wir doch nicht fallen lassen. Ja. Guck doch mal auf die Karte. Wahrscheinlich sind das lauter verdorbene Sachen. Ja, natürlich, stand doch da. Die trägst du jetzt wieder mit dir rum. Ist der doof? Nee. Da, ja, ja die, 22% die Abregen. Das Hundefutter da oben auch, weg damit. Und 18. Hundefutter 18% ja. Weg. Guck mal auf die Karte. Sehr viel. Ja, ich weiß doch, wo wir sind. Wir sind hier nach der Brücke und müssen nur hier hoch. Trotzdem hast du die Hütte nicht erkannt. Nö. Letztens waren da nämlich Wölfe vor Ach der so, Hütte. Ich bin noch im Schleichmodus. Gehen wir besser hier hoch oder da hinten? Gleich brechen wir uns die Knochen. Ja, das überlasse ich dir. Das ist verdammt steil hier. Dann selbst bereust. Ach komm, es geht ja doch, oder? Naja, das ist ziemlich steil. Aha. Umknicken, ich hoffe, du hast genug Verbandszeug dabei. Hier kommen wir gar nicht hoch, Nein. oder? Naja, doch. So schräg. Ja. Ja, da wird man eigentlich ziemlich warm, wenn man so den Berg Ich dachte, da kommt einer hinter der Kuppe hoch. Ich habe wirklich langsam Paranoia. Das war doch nur ein Baum, das sieht aus wie so ein Typ mit Mantel. Mann, ich habe schon Angst vor Baumwipfeln. Jetzt wird's langsam bedenklich. Halt, halt, stopp. Wo sind wir jetzt hier? Ja, da unten müsste der Wasserfall sein. Na, der ist noch ein Stück weg. Ja, eigentlich müsste man rechts rum, aber rechts rum sieht's gar nicht so gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus, rechts rum. Sieht aus wie eine Rutschpartie. Dann und zwar eine, muss die man wehtut, mal sehen, man dass wir links rumkommen. Hä? Ja. Aber nicht die Haxen brechen. Oh, Mann, ist das steil hier. Auweia. Nee, Mann, was machst du denn? Auweia. Uiuiuiui. Tja. Ich mache ja vielleicht Touren hier. Aber hier ist wenigstens windstill. Naja. Bin ich jetzt abwegig? Ja, du siehst. Ja, jetzt drehe ich wieder um. Ah ja, du kommst. Du bist genau auf der Spitze dieses Berges. Das muss dir sein, oder? Ja. Du musst jetzt über den Berggipfel rüber, oder wie? Nein, ich glaube, ich bin hier nicht gut unterwegs. Ich kann nur hoffen, dass du eine gute Stelle findest, wo du dann übernachten kannst. Wenn wir so Wege machen, die Umwege sind. Dann, es war klar, dass es passieren es würde. Ja, natürlich. Das war doch. Also, es war vorauszusehen, oder nicht? Ja. Es musste ganz schön lange gewesen. Kannst du also, jetzt mal ein Feuer machen? Verband und Schmerzmittel. Zum Wolltest du uns so mal zeigen, wie das ist, wenn man sich den Fuß verstaucht und was man dann macht, ne? Ja.
Und dass man sich dann ausruht. Ich habe auch eine doppelte Packung Schmerzmittel mitgenommen. Ah, weil du damit gerechnet hast. In weiser Voraussicht. So. Ja, jetzt bist du hier, aber wie kannst du dich jetzt hier irgendwo, weiß ich auch nicht. Karte gucken. Ja, so. Ja, der direkte Weg ist immer der beste, stimmt. Und dann linkslich. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger laufen. Hä? Bleibt dir nichts anderes übrig. Schließlich hast du ja deinen Fuß verstaucht. Ja, ja, weil ich da durch die Gegend raste. Das war keine so gute Idee. Nein. Ach, wie komme ich da denn jetzt wieder runter? Na, wahrscheinlich mit Genickbruch. Ugh, das war's mit mir. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es eine nette kleine Rutschpartie. Sieht aber nicht gut aus da unten, wo du jetzt hin willst. Nee, ich glaube, ich sollte da eher zum Fluss runter. Ja. Oh, das ist steil und wird immer steiler. Oh, ja. Da habe ich mir eine ordentliche Strecke gesucht. Warum wolltest du da eigentlich unbedingt hin? Gibt es da was Tolles zu holen oder so? Ach, keine Ahnung. Wir haben den Auftrag, dahin zu gehen. Na gut. Nebenstory, große Geschichten hier. Sasquatch, das war irgendwo weiter so, im Süden. Das sind diese Sachen, die hier, die, ja, na gut. Waldflüsterer. Kirchenartefakt, Vorrat. Du bist ja jetzt auf dem Weg zu dieser Höhle, oder nicht? Ja. Na, das also gehört zu den Geschichten. Ob man das unbedingt machen muss, weiß ich nicht. Aber ja. Vielleicht findet man was Tolles. Oder man findet einen Feind und ist gleich tot anschließend. Ja, bist nee. Du sowieso, wenn du so weitermachst, bald. Ah, Mist. Du hast ein Handgelenk verstaucht. Ja. Toll. Ja. Naja, aber wenn das der einzige Weg ist dahin. Gucken. Ja, ich muss hier weiter nach links rüber. Ja, tja. Da hinten, irgendwo da hinten oben rum. Also erstmal wieder verarzten. Und zwar Handgelenk. Verband. Toll. Schon zwei Verbände verbraucht. Ja, du wirst ja auf jeden Fall alle verbrauchen, dann, wenn du so weiterläufst. Ja. Und Schmerzen. Ja, und hier Schmerzmittel. Zwei Stück auch noch. Ja. Mann, halt nicht zurück. Hier, Medizin, Schmerzmittel. Ich hätte ja erstmal die Leute gerettet, bevor ich mich auf so eine Reise mache, hier zu so einem Ding dahin. Ja, weil die Menschen ich dachte, stehen das bietet sich an. Im Vordergrund. Dass man die rettet. Diese oder? Strecke, diese Rundstrecke zu machen. Aha. Hier sind Häschen, das ist gut. Naja, dann meinst du, gibt es hier keine Wölfe? Ja, wenn die Häschen hier rumhopsen, dann nehme ich an, sind hier keine Wölfe in der Nähe, sonst würden die nicht so fröhlich durch die Gegend hopsen, sondern eher hakenschlagend das Weite suchen. Meinst du nicht auch? Ja, vielleicht haben sich die Wölfe insgesamt darauf verlegt, dass sie lieber Menschen fressen. Ist mehr dran. Weißt du noch, wozu diese Lackporlinge da Nein, sind? Nein, da könnte man irgendein Getränk machen. Ich weiß, da konnte man irgendwas ja. draus machen. Guck mal ja. hier. Gut. Leer. Rucksack ist leer. Ja, ja. Aber hier ist Munition für ein Gewehr. Munition nicht, dass wir ein Gewehr dabei haben. Uns aber. Mächtig aber du kannst ja nochmal gucken, was hier noch ist bei den... Weil ich nämlich... Hier ist noch was. Ja. Das ist das nix. Und das andere auch nicht. Das ist Zedernholz. Das? Plastikbehälter. Nix. Ja. Ganz toll. Ja, da wir so viel Medizin und so ein Zeug brauchen, werde ich das mal Da steht ja auch, glaube ich, drin, was du damit machen kannst. Warte mal, wenn du das zerlegst. Ein anderer, der sich hauptsächlich an Tee zubereitet. Er hat antibiotische Eigenschaften. Antibiotika, ja, ja, genau, das hilft uns für die Antibiotika, die wir genau. da abliefern müssen.
So. Ich nehme an, wir müssen jetzt hier wieder hoch den Berg. Du kannst ja die Karte nochmal angucken, vorsichtshalber. Was kann ich? Auf die Karte gucken. Ja. Wir sind fast da. Gibt es hier irgendwo rein? Ich habe hier immer, mit dieser Grafik habe ich immer Schwierigkeiten. Vielleicht geht es da oben rein? Sagen. Ja, durchaus möglich, ja. Geht es hier Ecke? Irgendwie nee. Irgendwo? Nee. 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 Kann aber nicht weit weg sein. Nee, glaube ich auch. Was ist hier? Rechts? Ich guck gerade. Ja. Nein, nichts. Und schon wieder Verstauchungsgefahr. Mann, Leute. Hier ist auf jeden Fall auch ziemlich windig. Nicht besonders geschützt. Oh, da oben um die Ecke vielleicht. Besonders. Könnte sein. Könnte sein. Das sieht ganz so aus. Hä? Mann, ist das schon wieder steil hier. Ja. Aber hier ist auch nicht. Oder? Oder geht's da rein, das zwischen den Spalten dadurch? Da? Oder da geht es wahrscheinlich gar nicht. Ja, es ist sehr, ja, es ist Mann, sehr steil. Meinst du, ich finde das? Ja, kannst du ja nochmal auf die Karte gucken? Mach ich. Du gehst ja weg ich davon. Ich bin schon wieder ab. Ja. Picknickplatz an den Nebelfällen. Da wahrscheinlich geht es vom Picknickplatz aus da rein irgendwie. Das würde mich nicht mal ja. wundern. Ja, was macht sie? Ach, sie stolpert den Berg wieder runter. Ja, natürlich. Und ist ja auch verletzt eigentlich. Ich würde sagen... Ich kann ja hier Sachen machen. You are Mann, doomed. Mann. Also, das soll ein Picknickplatz sein. Na, da, wo wir waren. Wahrscheinlich da, wo da, wir die wo Sachen gerade gefunden waren, da, haben. Wo wir ja. die Pilze gepflückt haben. So da, da. Und warum habe ich da keine Höhle gesehen? Weil wir nicht genug geguckt haben, glaube ich. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt sowieso Schluss, weil wir nämlich die Zeit erreicht haben. Ja, wir sind lang genug rumgespielt. Ja, wir müssen sowieso gleich abend. Wie spät ist es denn? Lass uns mal kurz auf die Sonne gucken, die Sonne wir hier sowieso nicht sehen können. Die ja, geht bald unter. Das spricht dafür, dass wir in der Höhle übernachten werden. Wenn wir die Höhle denn auch finden. Okay, das werden wir schon. Also. Ja. Bis dann, ja. Hier ist der Picknickplatz, da muss das hier irgendwo reingehen. Ja, genau. Nehme ich an, hier kann man sogar richtig laufen. Warte mal, vielleicht haben wir sie sogar gleich. Könnte hier rein. Da geht's doch rein, oder? Sieht ganz danach aus, oder? Bin ich hier auf dem Woodway? Wenn du links gehst? Ja, ich mal bin links hier auf dem Woodway. Nein, hier ist es nicht. Und außerdem ist hier auch nicht der Tisch mit den Bänken. Du könntest noch mal hier gucken. Ja. Aber auch das würde ich sagen aber hier nicht. Geht's auch du musst nicht zu dem Tisch mit den Bänken. Ja, gut. Okay, also bis zum nächsten Wir Mal. Wir sehen uns vor der Höhle. Genau. Bis dann. Besuchen wir jetzt stundenlang. Bis dann, ja. Ciao.